Thomas Forschbach von Werde Musiker, herzlich willkommen zu diesem Livestream und ich sehe schon, ich werde jetzt gleich sofort die Tasten noch ein bisschen besser ins Bild rücken. Erstmal schön, dass ihr da seid. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr 1000 Songs in einer Minute spielen könnt. Oder was es genau mit dem Titel auf sich hat. Ich weiß, es ist ein bisschen provokant, aber ich denke, was ich euch zeige, ist auch sehr beeindruckend und wird für viele sehr augenöffnend sein. Falls du neu auf meinem Channel bist oder Anfänger am Klavier, check mal den Link in der Videobeschreibung zu meinen kostenlosen Anfängerlektionen. Die meisten meiner Abonnenten sind dabei und es ist ein super Einstieg in die Welt des Klavierspielens. So, ich rück mal kurz die Kamera ein bisschen näher dran. Und dann geht's auch gleich los. So. Ich glaube, so ist besser. Ihr könnt auch schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mich hört oder nicht. Ich werde außerdem auch ein bisschen vorspielen. Ich werde das natürlich präsentieren, was ich euch gleich zeigen werde. Und es ist auf jeden Fall für Anfänger super geeignet. Theoretisch, also sagen wir so, es ist zugleich auch sehr fortgeschritten. Es ist wirklich für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet hier. So, ich schaue mal kurz am anderen Gerät, ob... Ja... Werde Musiker ist live, super. Ach so, jetzt seht ihr sogar hier noch ein bisschen mehr, ne? Oh wow, super, ganz viele Kommentare. Hey, 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 immer die Leute, die zu spät kommen. Ja, tut mir leid, dass ich ein bisschen spät dran bin. Mein Musical Dream ist wieder da, Petra Schmitz ist da, wünscht allen zusammen hallo. Sehr schön, Marina Granger, hallöchen. Zu Naloni, wir hören dich. Super, dass du mich auch hörst. Ton ist gut. Jetrix fragt, wie es mir geht. Mir geht es sehr gut. Ich hoffe, euch geht es auch allen gut. Ihr könnt mal sagen, wieder reinschreiben, wie es euch geht. Ihr könnt mal reinschreiben, wie viel Grad es gerade bei euch ist. Ist ja wahrscheinlich sehr heiß. Und ihr könnt mal reinschreiben, wer meine Snaps gesehen hat heute. Und auch meine Instagram-Stories. Ich habe das erste Mal bei Instagram eine Story gepostet. Mein Instagram-Name ist thomas.forschbach und mein Snapchat-Name ist t.forschbach. Genau, aber ich habe gesehen, dass das bei Snapchat irgendwie viel weniger Leute gesehen haben als früher, weil ich lange nichts mehr gesnappt habe oben. Mein Musical Dream hat es gesehen. Cool. Und Benedikt Leser kann jetzt Girl Like You dank mir spielen. Das freut mich natürlich, Benedikt. Vielleicht können wir sogar Girls Like You hier auch noch heute in dieses Video ein bisschen mit einbringen. Ich mache nochmal die Kamera wieder ein bisschen zurück. Und dann kann es jetzt gleich auch losgehen. Ich schaue noch mal kurz in eure Antworten rein. 34 Grad ist es bei Ellerteich. Zinaloni hat 31 Grad. Deutschlehrer auch 34 Grad. Flamingosuppe 10, 29 Grad. Ist ja relativ entspannt hier. La Mifam, 35 Grad ist es gerade. Viele Grüße, La Mifam. Assi nutzt leider keinen Snapchat. Mach mal Wap-Bap. Ja, können wir auch einbauen. Bei Joyce sind es 32 Grad, bei Tom sind es gefühlte 40 Grad. Bei Klaus Meyer relativ warm, 36 Grad in Erfurt. Viele Grüße nach Erfurt. Sehr schöne Stadt, finde ich. Marissa Granger, 39 Grad, Angel 37 Grad, Klaus Meyer 36 Grad. Oh, bei Spock sind es minus 3 Grad. Bei Marcel 1173, 35, Racer 2 36 Grad im Schatten. Hui. Achso, was vorhin? Peterle 31 Grad, Duck Party 39 Grad. Okay, ihr könnt euch die weiteren Gradzahlen. 41 bei Dave, Paul 30. Okay, pass auf, ich höre mal auf, weiter Gradzahlen vorzulesen. Ich schaue gleich nochmal rein. Viele Grüße, Benny Bo nach Dresden. 36 Grad sind es da. Und fang mal mit dieser Sache an. Aber ich schaue gleich nochmal in die Kommentare rein und ich werde auch gleich noch ein bisschen spielen. Viele von euch kennen vielleicht mein Video Klavierspielen lernen in 10 Minuten. Also das Video wird auch so ein bisschen auseinandergenommen. Die einen lieben es, die anderen hassen es.
Also natürlich kann man nicht in 10 Minuten komplett perfekt Klavier spielen lernen und auch nicht 1000 Songs sofort perfekt Klavier auf dem Klavier spielen lernen. Aber man kann etwas lernen, was erstens ziemlich viel Spaß macht und letztendlich die Grundlage all dieser Songs ist und zumindest wenn man noch irgendwie dann dazu singen kann oder wenn man sich das vorstellt, auch tatsächlich die Stücke richtig spielen und zwar so, wie das sogar ein professioneller Musiker machen würde, wenn er einen Sänger begleitet oder in einer Band spielt oder so. Was ich nämlich in dem Video zeige, ist, in der rechten Hand sage ich, soll der C-Dur-Akkord gespielt werden, C, E, G, und in der linken Hand soll gespielt werden, C, A, F und G. Ja, und dann ungefähr so. Ja, und was da in Wirklichkeit geschieht, ist, dass wir nicht die ganze Zeit C-Dur spielen, auch wenn das in der rechten Hand der Fall ist, sondern... Das hier ist ein C-Dur-Akkord. Aber der Akkord hängt nämlich immer vom Basston ab. Und das hier ist gerade ein C, ja, der Ton der linken Hand. Das heißt, das ist gerade ein C-Dur-Akkord. Und jetzt, Achtung, kommt der nächste, wenn ich das A links spiele. Rechts spiele ich immer noch C-Dur, aber links das A. Und das ist in Wirklichkeit ein A-Moll-7-Akkord. Wenn ich das A hier hochhole, ist es deutlicher, dass das ein A-Moll-Akkord, das hier ist die 7, ein A-Moll-7-Akkord. Wenn ich jetzt das F hier unten spiele, ist das in Wirklichkeit ein F Major 7 mit der 9. Ja, das ist der komplette Akkord. Das ist ein ziemlich komplizierter Jazz-Akkord. Hör mal, wie der klingt. Ja, das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Für einige klingt der sehr abgefahren, für andere klingt der super interessant. Ja, also die einen finden ihn zu kompliziert zu hören, aber hör mal kurz. Ich mag den Klang sehr gerne. Das ist der Akkord, nur hoch, ja, die Töne einzeln gespielt. Einmal aufwärts und einmal abwärts. Die Töne gibt es auf der gesamten Klaviatur. So, auf jeden Fall ist das der Akkord. Ja, halt in einem bestimmten Voicing, so heißt es hier. Und so ist es. Ne? Und Achtung, und dann gehe ich in der linken Hand hoch aufs G. Und dieses G macht aus diesem Akkord ein... noch einen komplizierteren Akkord. Jesus 4, 6. Es hat auf jeden Fall G-Dur-Wirkung. Ja, es ist eine extreme Variation eines G-Dur-Akkords, nennen wir es so. Also dann haben wir die Akkorde C-Dur, A-Moll, F-Dur und G-Dur. Aber... alle in einer sehr fortgeschrittenen Fassung. Das ist das Witzige dran. Wir haben es sehr einfach gehalten. Und letztendlich das, was musiktheoretisch dahinter steckt, ist super kompliziert. So, und diese Akkorde, die wir jetzt hier haben, das ist die Grundlage von so, so vielen Songs. Unter anderem zum Beispiel im letzten Livestream wurden sich... oder immer wieder wird sich Faded von mir gewünscht, dass ich mal Faded auf dem Klavier spiele. Faded können wir auf jeden Fall damit spielen. Was wurde sich noch gewünscht? River Flows in You, auch einer der beliebtesten Stücke, wird auch, kann man auch genauso spielen. Das hatten wir noch beim letzten Mal. Beatles, Let It Be oder My Heart Will Go On, Titanic. Das kann man alles mit diesen Akkorden spielen und wie, das zeige ich jetzt gleich. Ich schaue aber erstmal kurz nochmal in die Kommentare rein. Lea Smiley schreibt, ich verstehe nur Bahnhof. Marissa Granger schreibt, der Ton ist übersteuert. Könnt ihr noch... Ach so, nicht nur der Klavierton. Okay, wisst ihr was, dann mache ich den... ich mache den Ton mal ein bisschen leiser. Das ist immer ein bisschen... ich hoffe, jetzt geht es ein bisschen besser. Das ist immer hier so eine Gratwanderung mit diesem Interface. Entweder ist es zu leise oder... nämlich die Sache ist halt die Kunst, dass ich das Klavier quasi in den Livestream mit einbaue. Livestream von der Technik ist nicht so super easy. Genau, ich hoffe, jetzt klappt es besser. Ihr könnt das mal reinschreiben. So, ich gehe nochmal hoch, sehe noch eure Zahlen. Sebastian Pakiela fragt, in welchem Bundesland ich wohne. In Nordrhein-Westfalen. Gerade bin ich aber in Kalifornien. Kannst du Alan Walker spielen? Bei mir 30 Grad. Ja, Alan Walker machen wir jetzt gleich mal.
Schweiz Geburtstag, 1. August. Ach, hat die Schweiz heute Geburtstag? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Schweiz. Der Ton klingt ein bisschen. Ja, okay. Thomas hat schon mal Faded Live gespielt. Genau, im letzten Livestream übrigens. Übrigens, Livestream gibt es jeden Mittwoch um 17.30 Uhr, zumindest noch bis Ende August. Okay. Billie Jean spielen. Hey Thomas, wie geht's dir so? Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, euch geht's auch sehr gut. Oder ich hoffe, dir geht's auch sehr gut. Club Momo Step. Witziger Name. Okay. Pass auf, wir machen das mal kurz. Faded. Genau mit diesen Akkorden. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch machen würde, ist in der rechten Hand den C-Dur-Akkord, das G hier runterholen. Übrigens, wem das ein bisschen zu schnell geht und zu viel wird, der Stream ist sofort, nachdem er live war, auch online und dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen. Guck mal, das ist genau das, was ich vorhin gemacht habe. Das G habe ich jetzt hier runtergeholt. C-Dur-Akkord spiele ich jetzt so. In der linken Hand spiele ich A, F, C und G. Und das Schöne ist, keine Hand muss sich irgendwie ändern. Muss irgendwie hier, muss die Position auf der Klaviatur wechseln. Ja, und jetzt ist jetzt dieses da. Letztendlich ist das wirklich die Grundlage von Faded. A, F, C und G. Nicht in der Originaltonart, aber es geht. Und sogar sehr fortgeschritten mit den Akkorden. Genauso River Flows in You. Wie man dazu jetzt die Melodie noch spielen kann, dazu komme ich gleich. Das wird zugegeben dann sehr fortgeschritten. Okay, River Flows in You. Hatten wir noch My Heart Will Go On. Wenn ich jetzt hier so komisch singe dazu. Aber das sind die Akkorde A-Moll, A, G, F und wieder zurück zum G. So, was gibt's noch? Let It Be. Ja, ist in der linken Hand ist ein bisschen mehr Spiel. Seven times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Ja, aber es sind auch die Akkorde. Wenn er jetzt sagt, ah, das klingt aber manchmal schräg, das liegt daran, dass es halt diese abgefahrenen, sehr fortgeschrittenen Jazz-Akkorde sind, ja. Aber es funktioniert und je nachdem, das hängt ein bisschen mit den Gehörgewohnheiten zusammen, kann es auch für dich sein, dass es einfach super interessant klingt. Okay, also das mal kurz so ein paar Beispiele, was man damit machen kann. Weil ich überlege gerade, wie war, ja, ich habe es gerade nicht im Kopf, wie war diese Girls Like You nochmal? Gleich, ne? In der linken Hand C, in der linken Hand G, in der linken Hand A, in der linken Hand F. Da, 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 da.
So, ich habe auf Girls Like You jetzt gerade improvisiert, die Melodie gespielt und das Ganze deutlich umfangreicher gemacht, aber was dahinter steckt, sind wirklich C, dam, 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 G, dam, 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 und A, dam, 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 und F, dam, 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 und das ist auch übrigens mit das Einzige, was ich, wenn ich das Stück spiele, wirklich im Kopf habe und wo ich darüber nachdenken muss. Wieso? Nämlich, wenn ich den Basston einmal habe, den Akkord hier, diesen C-Dur-Akkord, den lasse ich auch, aber die meisten von euch wissen es mittlerweile wahrscheinlich, diesen C-Dur-Akkord kann ich über die gesamte Klaviatur spielen. C, E und G, C, E und G, C, E und G, hier unten auch C, E, G. Also, das hier sind alles wirklich nur C, E und G und es klingt einfach wunderschön. Und wenn ich improvisiere, jetzt kann ich natürlich diese Töne sehr schnell auf dem Klavier überall finden. Das ist halt nochmal die Kunst, die trainiert werden sollte. Da gibt es verschiedene Übungen, das zu machen. Lege ich jedem ans Herz, nämlich dass es eröffnet sich eine ganz andere Welt am Klavier. Wenn ihr das einmal so übt. Und zum Beispiel, dann habe ich nur noch die Melodie dazu genommen. Und dazu hatte ich einen Livestream, ich glaube, mein vorletzter Livestream, also vor 2 Wochen der Livestream. Da habe ich das auch nochmal gezeigt, wie man quasi die Melodie dann noch dazu finden kann. Ja, oder dass die Melodie letztendlich immer mit diesen Akkordtönen, mit diesen C, E und G zu tun hat. Ja. Und dadurch kann dann so eine prächtige Sache entstehen. Also keine Frage, das ganze Ding ist natürlich nicht in einer Minute, auch nicht in 10 Minuten, auch nicht in einer Woche erlernt, ne? Zum Beispiel diese ganze Improvisationssache habe ich in meinem Kurs Tipps und Kniffe für Fortgeschrittene, den verlinke ich euch auch mal in der Videobeschreibung. Ziemlich fettes Thema, aber wirklich die Basis hier unten sind diese Basstöne. Okay, ich schaue nochmal in eure Kommentare. Genau, Girls Like You, Roms McStone. Mag das sehr gerne. Ob ich Friends spielen kann, fragt Zunaloni. Ich bin mir gerade nicht sicher, ist das dieses Justin Bieber Friends aus dem letzten Jahr von dem, er ist ja nochmal DJ Khaled. Ah, nee, Quatsch. Friends war nur Justin Bieber, ne? Sagt mir gerade auch nicht. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wie es geht. Petra Schmitz schreibt Thomas in seinem Element. Ganz genau, Petra. Das stimmt. Ich bin gerade voll drin gewesen. Dominik 2000X, vielen Dank für dein Kompliment, dass es dir so gut gefällt, wenn ich spiele. Mr. Unknown Player fragt, ob ich Titanium spielen kann. Weißt du was, ich überlege mal, ist das diese Titanium? Es sind letztendlich, also ich spiele es jetzt gleich noch ein bisschen anders, aber es sind wieder wirklich die gleiche Technik. Der linken Hand sind das dann F, G, C und A. Ja, also wirklich, es funktioniert einfach sehr, 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 sehr viel mit dieser Technik. Ich versuche das Lied mal zu spielen, ja? Ich habe es noch nie gespielt. Ich habe es mir wirklich gerade so vom Gehör so rausgesucht. Thank you.
So ungefähr die Strophe ist mir nicht ganz eingefallen. Aber Titanium. Ich glaube, das war's. So, nochmal in die Kommentare. Kannst du mal bitte ein Tutorial zum James Bond Theme machen? Welches James Bond Theme? Oder meinst du einen bestimmten Song oder ist es dieses? Ich habe es gerade leider nicht im Kopf. Aber ich bin großer James Bond Fan übrigens. Also wenn der neue James Bond rauskommt, können wir alle zusammen ins Kino gehen und gucken von mir aus. Peter fragt, ob ich was Düsteres kann. Ja, also was Düsteres? Wann ist es düster? Wenn es tief ist, wenn es Moll ist. Düster fällt mir immer sehr schwer. Also es geht schon düster. Chromatisch runter geht auch immer düster. Ist das düster genug, Peter? Genug düster jetzt. Bei mir ist früher Morgen. Wunderschöner, wunderschöner Morgen ist hier. Roxy Rock schreibt, das klingt jetzt schön, aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, was so schön klingt. Easy, sehr schön, Mr. Unknown Player. Ach, ganz viele mit Herz. Wann habt ihr das denn geschrieben? Was habe ich denn da gespielt? Bei Titanium? Hört sich gut an. Kannst du mal Harry Potter Soundtrack spielen, lieber Thomas? Eine Runde Udo Jürgens. Vielen Dank für die Blumen. Und wie immer, liebe Grüße aus Berlin. Du weißt Bescheid. Genau, viele Grüße. Marissa Granger, könntest du jetzt mal Je ne parle pas français spielen? Je ne parle pas français? Kenne ich leider gar nicht. Kann jetzt dank dir Music von John Miles spielen. Super Song. Übrigens, apropos Music von John Miles, ich habe zwischenzeitlich einen Kommentar noch gelesen, wo einer fragt, hey, dass ich in meinem Livestream Music live gespielt habe, die Melodie mitgespielt habe. Und in meinem Tutorial habe ich die Melodie nicht erklärt, habe ich auch so angekündigt, dass ich dort so die Klavierbegleitung, wie man das am besten spielen kann und auf dem Klavier machen kann. Ich habe die Melodie in meinem Livestream letztendlich improvisiert. Also wenn ich die jetzt dazu erklären würde... Ich empfehle dir einfach für alle, die die Melodie wirklich kennenlernen möchten, also jetzt kein Scherz, nehmt euch den Livestream, wo ich das Stück spiele, das war erst mein letzter Livestream und im YouTube-Player könnt ihr den, nachdem er live ist, auf halbe Geschwindigkeit stellen, sogar auf Viertelgeschwindigkeit und dann am besten die Melodie da raussuchen. So, das hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht erklären möchte oder so. Also sagen wir so, das Tutorial würde dann wahrscheinlich 20 Teile lang werden, wenn ich das wirklich alles nochmal erklären würde. Aber letztendlich könnt ihr euch dort die Überabschnitte dann raussuchen. Man kann es dort alles sehr gut erklären. Und es ist wirklich, es gibt nicht den einen Weg, die Melodie darauf zu spielen. Es ist, also sagen wir so, wenn ich wirklich das, was ich gemacht habe, erklären würde, das würde unendlich lange dauern. Ja, das würde einfach die meisten auf dem Kanal auch nicht interessieren. Dann würde ich dazu 30, 40 Videos hochladen. Er erwarte auf jeden Fall nicht, dass du das so in ganz kurzer Zeit spielen kannst. Nämlich, das ist wirklich sehr fortgeschritten. Und wer halt die Melodie von Music Was My First Love wirklich lernen möchte, ja, dem empfehle ich wirklich in diesen Livestream reinzuschauen. Und so viel Melodie gibt es da ja auch übrigens gar nicht in dem Stück. Das Schöne sind ja wirklich diese. Da ist ja gar keine Melodie da, keine Gesangsmelodie dabei, ne? Und zum Beispiel habe ich auch nicht jede Gesangsmelodie in dem Livestream gespielt. Hierzu zum Beispiel nicht.
dieser Stelle habe ich den nicht gespielt. Wie? Ja, also es gibt einfach nicht genügend Finger. Ja, das müsste halt vielleicht noch einer mitspielen. Also, ich hoffe, ich konnte diese Frage auch ein bisschen beantworten. Okay, Peter Peterle, jetzt sehe ich, dass es düster genug war. Das freut mich natürlich. Und die Petra fragt nach Sound of Silence. Guck mal, es wird... Sound of Silence mache ich auf jeden Fall ein Tutorial zu. Und Maya7491 fragt so, wo hast du morgen in L.A.? Ja, ganz genau. Ganz genau. Pride Sound Nirvana kam es hier. Oh wei, das sagt mir gar nichts. Oh, Roxy Rox, ja, sie hat Titanium gemein. Juhu, das hat dir so gut gefallen. King Louis schreibt, I love you so much. Ich liebe dich auch, King Louis. Wojtek, hey. Wojtek, hey, hey. TM, Trademark dieser. Ich glaube, du bist der Einzige, der den Namen, den ich kenne, getrademarkt hat, seinen YouTube-Namen. Ich glaube, ich hänge so ein bisschen mit den Kommentaren nach. Ich spiele noch mal was, ja? Ich spiele noch mal was. Auch mit diesen Akkorden, was ich gezeigt habe. Ich muss ja kurz überlegen, was ich noch machen könnte dazu. Also, das Problem ist, kennt ihr das, wenn man so viel Auswahl hat, dass man gar nicht weiß, was man, machen soll. Und übrigens, ich habe es ja vorhin schon gesagt, den Livestream gibt es immer mittwochs 17.30 Uhr und noch Minimum bis Ende August. Und zur gleichen Zeit ist Hannes, der werde Musiker, Gitarrist, auch live. Also checkt auch mal Hannes' Kanal aus, wenn ihr Gitarre spielen lernen wollt oder einfach nur mal, wenn ihr einen ziemlich geilen Gitarristen mit einer ziemlich geilen Stimme sehen oder hören wollt. Sagt Hannes gerne Hallo, von mir auch gerne jetzt mal. Ihr könnt mal gerne zu ihm gehen, einfach Gitarre lernen eingeben bei YouTube oder Gitarre lernen Hannes oder sowas. Dann solltet ihr seinen Livestream finden und richtet ihm mal viele Grüße von mir aus. Würde mich sehr freuen. Einfach kurz in den Chat das bei ihm schreiben. Ich glaube, ich spiele mal Someone Like You. Genau, auch guck mal, wieder die gleiche Technik. Aber ich spiele es jetzt richtig. Ah, ich improvisiere es. Thank you.
Yeah. Also, gleiche Technik. Letztendlich habe ich unten die Akkorde wieder, die Basstöne gehabt, als ganz wichtige Grundlage, das, was ich im Kopf hatte. Und dazu halt ein bisschen improvisiert, ja, die auf der Klaviatur verteilt und die Melodie baut sich drumherum. Keine Frage, es ist natürlich, das ganze Ding ist natürlich ein bisschen umfangreicher und wie gesagt, wie das genau funktioniert, gibt es unter anderem in meinem Kurs Tipps und Kniffe für Fortgeschrittene. Nämlich das Thema ist riesig, aber es ist nur ein Teil von diesem Kurs. Jasmine fragt, wie kann man nur sowas improvisieren? Ja, genau so, aber freut mich, dass es dir gefällt und ich schicke dir ein paar Herzchen zurück. Warte mal, ich tippe, guck mal hier. Ich tippe ein Herzchen in den Chat nur für dich ein jetzt, Jasmin. Kadi 2008 fragt, spiel bitte nochmal Faded. Guck mal, ich habe es ja vorhin gespielt. Du kannst, der Livestream ist gleich auf jeden Fall noch weiter online. Dann kannst du ihn dir anschauen. Ali Diesli schreibt, Trauma. Freut mich sehr, Ali Diesli. Freut mich übrigens auch sehr, dass ihr wieder alle da seid. Lukas S. fragt noch, nimmst du das Piano auch mit Mikro auf? Also, das Piano... Ich habe es auch noch irgendwie Arzt geschrieben. Ich habe es nur nebenbei flüchtig gelesen. Sorry, dass die ist richtig, dass es per MIDI angeschlossen ist. Das Piano ist über ein USB-Kabel an den Computer angeschlossen und am Computer habe ich von Native Instrument Giant geöffnet. Das ist der Klang, den ihr hört. Der Klang kommt nicht aus dem E-Piano raus. Was ihr aber über mein Mikrofon hört, ist schon ein bisschen Piano, zum Beispiel. Wie mein Pedal quietscht. Und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen, die automatisch über das Mikro und dass ich reinspreche, aufgenommen werden. Ja, aber vom Prinzip her, dieser Sound her, kommt aus dem Computer, weil der einfach auch nochmal schöner klingt. Das ist ein sehr aufwendiger, schöner Sound. Ja, ich spiele den einfach sehr gerne, dieses Giant-Klavier von Native Instruments. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Hey, Lukas, übrigens, was ist mit dem EDM Remix, den du von meinem Moon-Lied machen möchtest? Ich freue mich drauf. Sarah J.T., ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal so schön improvisieren kann. Spiele erst seit September. Also, Sarah, ich glaube auf jeden Fall ganz feste dran, nämlich es ist, also guck mal, ich spiele schon sehr lange Klavier, das möchte ich nicht verheimlichen, aber trotzdem, so wie ich hier spiele, spiele ich auch schon eine ganze Zeit lang und vor allen Dingen, es ist nichts Unmögliches, das auf jeden Fall so zu lernen. Ja, es sieht immer so, vor allen Dingen für Leute, die noch nie an einem Klavier saßen, von denen höre ich immer, ah, Wahnsinn, wie du den Überblick bei so vielen Tasten behältst. Aber bei so vielen Tönen behältst. Und letztendlich, guck mal, das sind die einzig unterschiedlichen Töne. Die Anzahl der Töne ist nicht das Problem, sondern vielmehr die Zeit, wann diese Töne gespielt werden und wie sie kombiniert werden natürlich. Aber ich behaupte, oder ich bin mir sehr sicher, dass das viel einfacher ist als das, was die meisten Leute so schaffen irgendwie, was sie beruflich machen, ja. Ich glaube, da sind andere Themen sind viel, viel, viel komplexer als Klavierspielen. Ja, und es bringt, ist natürlich wichtig zu üben und regelmäßig zu üben, aber ich weiß, dass viele meiner Klavierschüler, also sagen wir so viel muss es noch nicht mal sein, aber ich weiß, dass einige wirklich regelmäßig eine Stunde am Tag üben oder einige sogar auch zwei, drei. Aber selbst wenn ihr so zwei, drei Stunden pro Woche übt, ja, am besten so in Viertelstunde oder 20 Minuten aufgeteilt, weil das Gehirn auch so nachts natürlich so ein paar Sachen verarbeitet. Dann könnt ihr ziemlich krasse Fortschritte machen. Ja, und die meisten Leute merken gar nicht, was sie für Fortschritte machen von Woche zu Woche, wenn sie Klavier spielen lernen. Aber da muss man nochmal von außen dann auf sich selbst draufschauen oder auf sein Klavierspiel und dann gucken, wo war ich vor einem Monat oder vor zwei Monaten, wo bin ich jetzt? Und das sind meistens riesige Sprünge, wenn ihr wirklich regelmäßig immer was macht. Ja, also ich sag mal so zwei, drei Stunden pro Woche, aber auf mehrere Tage verteilt, das ist schon ziemlich gut. Nämlich, wie gesagt, auch im Schlafen, das ist auch nicht zu unterschätzen, verarbeitet das Gehirn eine ganze Menge. Und
durch diesen gesamten Lernprozess entsteht einfach eine ganze Menge. Okay, guck mal, ich spiele noch eine Sache, ich improvisiere noch eine Sache und dann war es das für heute. Petra, ich freue mich über das Ölkännchen fürs Pedal, genau. Kaffee Multi fragt, wie lernt man denn am besten Klavier spielen? Der beste Start meiner Meinung nach ist sind meine Klavieranfängerlektionen. Die sind in der Videobeschreibung verlinkt. Schau doch mal nach, Kaffee Multi. Ich freue mich da auf dich. Dann kannst du außerdem auch mir eine E-Mail schreiben, wenn du da bist. Thomas, Servus, kannst du mich grüßen? Ja klar, Daniel Rodila. Und jetzt gibt's noch Musik. Diesmal in einer anderen Tonart. Ich habe vorhin die ganze Zeit sehr viel in C-Dur und A-Moll gemacht, weil es geht alles, aber jetzt einfach mal zur Abwechslung B-Dur. Thank you.
Ganz genau, das ist Endless Love. Und ich brauche unbedingt das Öl. Ich schaue schon in eure Kommentare rein. Genau, liebe Petra, richtig geraten. Ja, genau, das Quietschen. Alle freuen sich über das Quietschen meines Pedals. Freut mich auch. PS4 Gamer Pro würde gerne Faded lernen. Und guck mal, das Tutorial gibt es schon auf meinem Kanal. Such einfach mal nach Klavier lernen Faded, dann findest du das bestimmt. Oder auf meinem Kanal einfach nach Faded suchen. Genau, Sarah YouTube heißt sie, glaube ich, Sarah YT. Und Lukas hat schon geantwortet. Genau, der Livestream ist immer jede Woche Mittwoch bis mindestens Ende August. Sehr gut, danke, Lukas. Und Lea Smiley, wie kann man nur mit so viel Gefühl spielen? Ja, einfach alles reinstecken, was geht. Aber danke, freut mich, dass es dir so gefällt. Alex, ich bin 14 Jahre alt und spiele noch nicht so gut. Ich kann dich beruhigen, mit 14 Jahren war ich noch lange nicht so gut. Ich habe angefangen mit 11, habe ich aber mit Keyboard angefangen. Ich habe nicht so gut angefangen und ich habe auch nicht schnell gelernt. Also ich brauchte damals sehr, sehr viel Zeit. Ich weiß, was wollte ich noch dazu sagen? Ich habe angefangen, ich bin jetzt gerade mit den Kommentaren schon weitergegangen und habe Brina G's Kommentar gleichzeitig gelesen, während ich spreche. Das sollte ich vielleicht nicht erstmal zu Ende sprechen. Erstmal, genau, ich habe relativ spät angefangen und vor allen Dingen, ich habe auch, also viele meiner Schüler lernen tatsächlich heute einfach viel schneller, als ich am Anfang gelernt habe. Ja, weil es heute auch einfach viel bessere Möglichkeiten zu lernen gibt als damals. Deswegen, Alex, du bist auf einem super Weg. So, Brina, deinen Kommentar beantworte ich auch. Ich habe deinen Wunsch gesehen und wir werden sehen. okay, ich schicke dir aber auch ein Herzchen zurück. Ich mag dein Instagram auch sehr gerne. Ja, ansonsten ganz viele andere Kommentare noch. Hör mal, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Der Stream wird jetzt gleich sofort wieder online sein. Und nächste Woche Mittwoch geht es weiter. Zwischendurch gibt es natürlich weitere Videos. Ich freue mich sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Aber auch erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Auch bei diesem Wetter, auch bei dieser Hitze. Euch noch einen wunderschönen Abend. Ja, genießt den Tag. Viel Spaß und viele Grüße an euer Klavier. Und ja, checkt auch mal die Links in der Videobeschreibung. Ich freue mich immer über euren Besuch auf meiner Seite werdemusiker.de. Und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, macht's gut. Bis dann. Ciao.